Hallo, herzlich willkommen zum neuen Studensee-Haut-Nah-Video. Wie man hinter mir schon sieht, sind wir beim Oktoberfest, aber nicht im Blankenloch, sondern in Spöck. Das findet hier das erste Mal statt und wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und gucken, gibt es da Unterschiede, warum gibt es überhaupt jetzt in Spöck auch ein Oktoberfest und was haben sich die Veranstalter dabei gedacht und was denken die Gäste? Schauen wir am besten direkt mal rein. Weißt du, wie viele Gäste heute ungefähr da sind? So um die 400. Wir waren am Ausflug vom Fußball. Dann war einfach mal so die Idee entstanden, ja, wir machen Oktoberfest, wie man so halt so spinnt und so und zusammensitzt, ja, bei ein paar Bier. Dann haben wir noch gelacht drüber am Anfang und dann haben wir gesagt, ja, wie sieht's aus? Ja, ziehen wir es durch oder ziehen wir es nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, allein als Verein, ihr könnt es nicht machen, wir auch nicht. Dann haben wir gesagt, wir haben ja zum Tennis ein sehr gutes Verhältnis. Dann haben wir gesagt, ja, wie sieht's aus? Dann machen wir das zusammen. Ja, der Fußball und der Tennisclub waren ja vor Urzeiten, das war ja mal ein Verein. Ja? Und es ist dann auseinandergegangen, da sind beide dann selbstständig ihre eigene Wege gegangen. Und das war jetzt mal wieder ein Weg, das mal wieder zusammenzuführen. Also fand ich wirklich toll, dass die jungen Leute auch so bereit waren, also auf, komm, probieren mal was auf die Füße zu stellen. Ich bin sehr stolz auf die beiden Vereine, den FC Spöck und den Tennisverein, dass sie den Mut gefasst haben, mal ein ganz neues Format in Spöck einzuführen. Das erste Spöcker Oktoberfest. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Das erste Lied war schon mal super, was hier abging. Wir freuen uns drauf auf den Rest von dem Abend. Dann komme ich später nochmal vorbei. Eine kurze Frage, wie ist die Stimmung? Geil! Perfekt! Hammer! Wunderbar! Super! Eins super! Mega! Mega Stimmung! Krass! Ich meine, ich bin eh so ein bisschen einer, der Bauchweh hat immer. Aber zwischenzeitlich bin ich überzeugt, also das haben die jungen Leute echt gut gemacht. Und wie ist bisher so die Nachfrage von Bier? Sehr groß. Ich habe es mir chilliger vorgestellt, aber sehr stressig. Haben wir uns auch am Blankenloch Oktoberfest orientiert. Die ist natürlich schon über längere Jahre noch größer machen. Aber so in die Richtung haben wir gesagt, ja, in klein würde ich mir das auch hinbekommen. Was braucht man eigentlich an Materialien? Was muss man alles berücksichtigen bei so einer großen Veranstaltung? Da haben wir uns natürlich mal kundig gemacht bei anderen größeren Veranstaltungen oder anderen natürlich auch in Blankenloch. Wir machen das so, wie wir es wollen, wir machen das so, wie wir planen. Es war nur eine Überlegung, wann und welches Wochenende wir machen, dass wir nicht das Blankenloch Oktoberfest irgendwie crashen oder irgendwas anderes. Aber sonst war eigentlich Überlegung, dass es unser Oktoberfest wird, auch so wie wir es uns vorstellen. Es ist halt viel größer in Blankenloch, aber bis jetzt gut hier. Blankenloch ist halt viel größer, klar. Das ist schon eine andere Hausnummer, aber wir haben ja Zeit zu wachsen. Ist das erste Mal hier. Es ist halt viel kompakter hier, kleiner, aber ich denke trotzdem genauso gut. So langsam kocht die Stimmung über hier. Es ist sehr geil. Und Blankenloch kann sich warm anziehen. Und so hätten wir dann auch für die kommenden Jahre auf jeden Fall, dass wir da ja, aus 1, 10, 15, 20 machen.